lange sind wir jetzt noch hier drin? Ihr könnt mal eine Seefahrtsprobe würfeln. Ihr wisst, wie gesagt, selber nicht genau, wo ihr auf den Karten ankommt, weil ihr noch kein Land gesehen Steuermann, habt. Kapitän zählt nicht? Nein. Okay. Pflücke mal der Tore den Kompass, den er vermutlich irgendwie um den Hals hängen hat, kurz weg. Und so, schauen wir da drauf. Wir sind in der richtigen Richtung unterwegs. Die Richtung stimmt, aber den Hauptmast könnt ihr nicht mehr benutzen. Ihr müsst sämtliche Segel einholen. Wir könnten, aber dann bricht er uns vermutlich. Das ist keine Option. Nun gut, ihr kennt euch aus. Ihr kümmert euch um das Schiff. Ich gehe mit Boltax. Ja, das ist eine gute Idee. Also, lasst das Schiff nicht sinken. Wir lassen es auch nicht sinken. Und am Sinken hängt im Moment eher ihr. Jemand, schneide die Segel los. Ei, Kapitän. Solange der Wind noch nicht wieder so stark ist, nehme ich einige Matrosen mit. Da sollte das Klettern auch für die funktionieren. Ihr habt eine halbe Stunde, Glas. Schaff mir irgendeinen Geweihten hier hoch. Angos Minja oder Kaschwe, auch immer. Ja, ich schaffe dir jemanden nach oben. Sorgt ihr noch dafür, dass die Verletzten von Bord getragen werden? Wohin von Bord? Ja, runter zum Schiffsarzt. Die sollen nicht mit gebrochenen Beinen, die hier rumliegen. Ich würde zu Etilius gehen und Etilius nach oben schicken, weil Jalan einen Geweihten wollte. Ich habe auch Angosminia oder Lahakash gesagt. Hörst du mir nicht zu? Ja, aber die werden wahrscheinlich gebraucht. Ja, hier oben! Sagt Jalan zu Etilius, als er vorstellig wird und genau dasselbe erzählt. Ich kümmere mich um die Verletzten. Es ist einiges zu tun. Damit geht er wieder ab. Rafim, würfel mal eine Sinneschärfe. Hast du irgendwelche schlechten Sinneschärfen, die irgendwie schlechter Geruch sind? Nein. Nichts. Dir fällt auf, Boltax ist schon vor einiger Zeit gegangen. Du betrachtest noch einmal diese widerlichen Maden. Und dir fällt dann auf, dass dieses Weißlichkeit... Sie passen sich an, vor allem dann eben auch durch die Tritte. Habt ihr sie richtig schön in eure Planken reingetreten und jetzt fangen sie an zu trocknen. Und als du dich ein bisschen abbeugst und mit deinen Fingern vielleicht noch ein bisschen pulst, Handschuhe hast du natürlich an, irgendwelche dämonischen Wesen sind sie ja, kannst du sehen, wie sie an euch antrocknen und zum neuen Holz werden. Scheiße. Ja, ich schaue an Rosminia ganz fragend an. Werden zu Holz. Ja, ich sehe es. Ich kann es mir noch nicht. Wo bleibt denn Zulamin jetzt? Was soll ich machen? Ich weiß es nicht. Sie schlägt einmal mit ihrem Hammer, nicht doll, aber so ein bisschen auf die Planken und du siehst, dass sonst nichts weiter passiert. Sie geben etwas nach, aber. Keine Blitze, die sich irgendwie rot oder so von ihrem Hammer entfernen oder dieses Holz dann zerstören oder diese Madenüberreste dann. Sie bleiben davon einfach unberührt, als wäre es einfach Holz. Wichtige Frage. Ich trage ja keine Stiefel oder ähnliches. Ich bin ja barfuß. Das bedeutet, bei mir wird das jetzt auch langsam an den Füßen oder nicht? Das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Okay. Ja, scheiße, denke ich. Boltax, wo bleibt denn diese Sau? Kurze Zeit später. Du kannst die Treppe hören und dann stehen Boltax und Zulamin dort. Vor allem erstmal Zulamin. Zulamin, die Viecher werden zu Holz. Was? Was für Viecher überhaupt? Zack her. Ja, ich zeige auf den Boden, wo Holz ist. Also, es sind quasi diese Würmer zwischen den Brettern reingekrochen und jetzt liegen hier so Holzsplitter am Boden? Sie sind halt wie zermanschte Würmer. Wie Regenwürmer, die jetzt in das Holz eingetreten worden sind und die jetzt nach und nach ihre weißliche Farbe verlieren und dann eben die hölzerne Farbe annehmen. Und verschmelzen mit eurem Schiff. Okay. Ich wurde ja quasi als Expertin geholt, auch wenn mir nicht ganz klar ist, warum.
Kann ich irgendwas würfeln, um das zu verstehen? Götter und Kulte. Plus 13. Ja, dann holen wir mal. Du hast ja, bevor du mit den Helden zusammengetroffen bist, einige Berichte der Rondra-Kirche gelesen. Du bist lange Zeit mit den Rondrianern umhergezogen, hast ihren Feldzug begleitet und dich dann noch mit dem Schwert der Schwerter unterhalten, beziehungsweise ihrem Stellvertreter, der Stellvertreterin. Und dabei sind dir vor allem auch im Nachzug des Aufräumens in Wahrung einige Berichte zu Ohren gekommen. Protofleisch. Eine Masse, die unter Wahrung verborgen war. Ob das mit dem Drachen zu tun hat, mit Rassasor, weißt du nicht, aber irgendetwas war dort. Und diese Berichte kommen dir, auch wenn du sie selber so nicht gesehen hast, aber das sind so diese geistigen Fetzen, die du vor deinem Auge dann erkennst, als du dann selber mal mit deinem Dolch oder mit deinem Schwert in dem Holz herumbohrst und dann dieses Protofleisch analysierst. Zulamin würde tatsächlich den geweihten Opferdolch nehmen und versuchen diese, ich stelle mir vor, dass das so ein bisschen Wulst noch ist, wenn das jetzt sich gerade mit unserem Schiff verbindet, und versuchen das so schnitzend irgendwie abzuschälen. Es gelingt, aber nicht so einfach, wie es bei Dämonen wäre. Vielleicht sind das gar keine Dämonen. Du bist ja nicht ganz sicher, warum du geholt worden bist, aber... Ja, eigentlich wäre das doch eine Aufgabe für Abel, mir und für... Ja gut, Isarun ist schon seit langer Zeit nicht mehr dabei, aber vielleicht auch Boltax. Boltax ist ja auch Magier oder Geode. Naja, die anderen müssen sich um das Schiff kümmern und Boltax und ich sind ja jetzt hier. Bin ich wieder da? Boltax läuft gerade die Treppe nach unten, nachdem du dann Etilius geholt hast. Wie sieht's um meine Füße aus? Das ist wichtig. Ja, du siehst, wie dort immer noch weiße, zermanschte Maden, vor allem, dass dieses Protofleisch dann eben noch zu erkennen ist, was sich nicht verfärbt hat. Okay, die werden also nicht zu Holz. Nee. Ja, dann... Ja, du siehst, wie Zulamin da am Boden kniet und mit ihrem Opferdolch da irgendwie am Schiff herumschnitzt. Zulamin, was machst du und wo sind die Maden hin? Das sind die Maden, wenn ich Rafim richtig verstehe. Was? Sie werden zu Holz. Holz? Oder wohl eher zu Unholz. Ich bin nicht sicher, womit wir es hier zu tun haben, und ich habe sie auch nicht gesehen, als sie hereingekommen sind. Aber als ich mit Biwan al-Aybaburin geritten bin, als wir in Wahrung waren damals, habe ich von etwas gehört. Die Magier nannten das Protofleisch. Ich bin nicht sicher, worum es sich handelt. Ich bin damals davon ausgegangen, dass es irgendetwas mit Nekromantie zu tun hat. Denn, wie gesagt, wir waren in Wahrung. Aber auch diese Holzsache passt irgendwie zum Verderber der Elemente, oder? Das stimmt. Ich guck mal erschreckt an meinen Beinen runter, weil jetzt merke ich ja, dass ich auch in denen gestanden hatte, aber sehr erstaunt, dass sich nichts verändert hat. Aber bei mir hat sich nichts verändert. Sieh einmal. Lumin schaut sich den weißlichen Matsch an. Vielleicht, weil es sich nicht mit Holz verbinden konnte. Wenn es so etwas wie Unholz ist, vielleicht kann es nicht mit eurem Fleisch interagieren, wofür wir sehr dankbar sein sollten. Das ist gut. Lasst mich etwas ausprobieren. Ja, und dann würde ich gerne einen Stillstand wirken, denn das ist ein Zauber, der mit dem elementaren Eis und der Umwelt interagiert. Also die Luft wird ja dann spürbar kühler und vielleicht kann ich damit das Unholz etwas aufhalten. Auf jeden Fall vielleicht die Verholzung verlangsamen. Stillstand. Oh. Reicht aber. Du bist ja nicht ganz sicher, ob du gegen eine Resistenz arbeiten musst, aber du kühlst die Temperatur ab. Die Luft um dich herum flirrt. Dein Atem bildet kleine Wölkchen. Aber das Holz bleibt, wie es ist. Ja, ist in Ordnung.
Aber jeder, der in die Zone reinkommt, wird halt deutlich langsamer. Ich weiß nicht, was ihr gemacht habt, aber es scheint sich schon mit den Planken verbunden zu haben. Ja, ich lasse dann den Zauber auch wieder fallen. Nun, es hat nichts gebracht. Aber Boltax, wir sollten dich säubern. Lass uns vielleicht ins Lazarett gehen oder so und die Reste herunterkratzen in irgendeine Fiole oder so. Vielleicht kann es noch einer der Magier versuchen oder vielleicht kann die Zitiana. Ja, das klingt gar nicht so verkehrt. Und ich würde mich dann Sulamin anschließen und mit ihr gen Lazarett gehen. Ja, ihr könnt die Reste von den Füßen von Boltax herunterkratzen, einige Splitter vom Holz aufsammeln und dann nach und nach etwas schaben, um dann beide Proben einzutrichtern. Derweil oben. Itzmaban, nimm dir 5 deiner besten Kletterer. Wir takeln das Hauptsegel ab. Wir dürfen den Mast nicht verlieren. Wie lange hat der Magier noch Power? Ein halbes Stundenglas. Wir sollten nicht darauf hoffen, dass es allzu lang geht. Also hoch mit uns. Wenn du abbrichst mit diesem Zauber, dann hole ich dich mit meiner Waffe, Mann. Itzmaban, halt verdammt nochmal das Maul und fang an zu klettern. Habt gehört, Jungs. Retten wir uns aus diesem scheiß Sturm. Tackelt das dumme den dummen Hauptmast ab. Warum eigentlich gerade den Hauptmast? Nein, ist er noch dran. Aber wir werden uns was einfallen lassen müssen, sobald wir durch sind. Ja. Ich möchte ungern ohne den Hauptmast am Ende noch Melarion Manning treffen. Wir müssen ihn reparieren, wenn Preyos dankt, wie es aussieht. Wir sollten der Sturmgigantin Kauka danken. Dankt, wie ihr wollt. Nun, was schlagt ihr als angemessenes Opfer vor? Tja, ich glaube, wir haben schon genug Männer verloren, oder? Vermutlich. Ich hoffe, ihr nachher etwas von meinem letzten Met. Das wohl. Und dann müssen wir irgendwann auf der anderen Seite wieder durch den Sturm zurück. Wir können ja nicht auf Maraskan bleiben, aber verdammte Scheiße nochmal. Richtig. Ich hoffe allerdings, dass wir eine bessere Fahrt haben werden, wenn wir versuchen, den Maraskan so zu durchqueren. Tja, Abenteuer. So oder so. Jetzt sind wir drin. Klettert jemand in den verdammten Ausguck, um zu sehen, wo Land ist? Wie weit können wir eigentlich gucken? Nicht weit, nur die 500 Meter. Ja, dann kann man das sowieso klemmen. Aber wir müssen uns auch auf den Navigator verlassen. Wir werden merken, wenn wir durch sind. Na gut, Hauptsache wir sinken nicht. 2 Stunden später. Irgendwann hat der Zauber von Abel mir nachgegeben. Trotz der Sternkraft von Kohlraab, auch wenn du den Zauber noch einmal wiederholt hast. Aber ihr habt es geschafft. Euer Schiff hängt, nachdem ihr die Sturmfront durchbrochen habt, wie ein trauriges Stück Holz auf der Oberfläche. Und ihr werdet angestarrt von einer Insel, die in einem tiefen, roten Satt leuchtet. Es ist Winter. Die Bäume von Maraskan haben sich nur verfärbt, von einem Grün nach Rot, wie beim letzten Mal, Jalan. Wie beim letzten Mal. Beim vorletzten und beim Mal davor. Wie viele Mannschaftsmitglieder hattet ihr? 336. Schauen wir mal, wie viele überlebt haben. Wir würfeln 340 W20 und zählen die 20. Er zeigt leider nicht die... Ist das richtig gewürfelt? Nee, das funktioniert mit dem Tool nicht mehr, seit dem Update. Kann ich 100 würfeln? Ich glaube, mit einem Ausrufezeichen geht das, oder? 100 kann ich würfeln. Dann würfeln wir 100. Und ihr könnt zählen, wie viele 20er wir haben. Okay, 5, 7, 7 und im letzten Block, die 50? 2. Die 40? 2 Stück. Alles klar, dann haben wir 5 und 7 sind 12, plus 7 sind 19. Und 10 sind 21. Plus 2 sind 21. Das geht ja noch. 21 Tote. 21 Verschwundene. Das sind 7% der Mannschaft. Ja, aber vermissen wir die. Und eine Katze. Noch ja. Nicht, aber früher oder später ja.
Dann machen wir doch 20 verschwundene Matrosen, Soldaten, Pioniere daraus, die sich dann mehr oder weniger größtenteils natürlich aufteilen. Genau, also höchstwahrscheinlich irgendwie Matrosen. Sagen wir 10 Matrosen, sagen wir 5 Pioniere, 5 ja, Soldaten, das müssen ja nicht die Dukatengardisten sein, aber erstmal Soldaten und eine Katze. Die Moral eurer Mannschaft sinkt um einen Punkt. Vermutlich von den Maraskanern keiner, weil die kennen sich ja aus. Die Maraskaner nicht, nein. Die sind zwar überrascht gewesen, dass es so heftig ist, aber... Okay, dann machen wir 5... Machen wir 5 Piraten und 5 bestimmt keine Piraten. Machen wir. Dann könnt ihr, wie gesagt, die Soldaten und die Pioniere abziehen nach eigenem Gusto. Dann erledigt. Und ihr betrachtet euer Schiff. Planken sind gebrochen. Der Mast hat einen großen Knacks abbekommen. Ihr könnt die Risse sehen und seid dann doch relativ froh, dass ihr zu den Verzerrungen dann eben geraten habt. Und die Segel haben dann doch einiges abbekommen, müssen wieder geflickt werden. Ihr liegt wie ein kleines Häufchen Elend vor der maraskanischen Küste und könnt dort mehrere Inselketten erkennen, die einige Sachen vorgesetzt sind. Ihr könnt gerne eine Kartografieprobe würfeln, um zu bestimmen, wo genau ihr seid. Das lassen wir doch ganz geschmeidig den Kartografen machen. Ja. Könnte Geografie anbieten, hilft das? Wir haben einen Navigator von Qualität 6. Warte, nein, sorry, welche Qualität hat Kapok? 5 oder 6, kann das sein? Ich weiß, hier. Aber er würfelt nicht gut. 17, 12, 17. Bei 5 hat er aber 15er Attribute. Also fehlen ihm 4 Punkte. Ja. Also eine Plus. Mit Diamantes Hilfe wird das auf alle Fälle was. Wir haben auch Kartografenwerkzeug plus 7, glaube ich. Genau, ja, passt. Diamantes und Kapok können dann, nachdem ihr grob 30 Minuten beraten habt, erkennen, dass ihr wohl vor Buli, Sayana und Andalkan liegt. Und sich irgendwo dahinter dann das rote Massiv des Amdekwin-Massives ausbreitet. Der verfluchte Berg. Wir sind wo, Diamantes? Ich sagte doch, ich erkenne den Berg wieder. Da drüben ist er. Ja. Also Jalan wiegt den Kompass ein wenig in der Hand, scheint gerade zu überlegen, ob es sich lohnt, ihn ins Meer zu werfen. Und dann scheint ihm einzufallen, dass er das aber mehr erklären müsste, also lässt er es. Was bedeutet das? Das sagt mir nichts. Ich sehe die Insel. Das ist das Bannland, nicht wahr? Es bedeutet, dass wir knappe 200-300 Meilen vom Ziel ab sind. Ja, sehr. Und unser Ziel liegt im Westen von hier. Wir sind östlich von Maraskan. Was? Scheiße. Dann werden wir Tilaskan auf keinen Fall rechtzeitig erreichen. Rechtzeitig ist eine Definitionsfrage. Nicht ohne wieder durch den Sturm zu segeln, in den wir gekommen sind. Und dafür ist das Schiff nicht mehr gewappnet. Kapitän! Tilaskan gehört zur Maraskan-Kette. Sind Trümmer im Wasser. Verdammt. Kapitän, wir haben immer noch ein bisschen Wasser im Schiff. Ja, lass auspumpen. Kapitän, wollt ihr ein paar Preisblumenkerne? Um Himmel! Nicht jetzt! Dottore, lag einen Kurs. 2 Punkt Backbord ein. Sehen wir uns diese Trümmer an. Verdoppelt die Ausguckmannschaft. Ich möchte, dass wir mitkriegen, wenn uns jemand in die Nähe kommt. Ihr Montes, quetsch mal die Maraskaner aus. Ich möchte wissen, was uns auf Andalkan erwartet. Sollten wir dort Land nehmen? Hi. Ich begleite euch, Diamantes. Ach, danke. Ich wollte mich nicht unbedingt alleine mit den Maraskanern unterhalten. So, und wo bei allen 12 Göttern ist Lachal Kasch dann wieder hin? Was verdammt willst du von mir? Von dir will ich, dass du den Mast ein wenig verstärkst. Was soll ich denn machen? Wie viel Holz haben wir denn? Reiß notfalls Planken aus dem Unterdeck raus, wenn's sein muss. Ja, wir können uns vielleicht an den Trümmern dort drüben bedienen. Ich weiß nicht, wie viel davon noch verwertbar ist. Wir brauchen einen 15 Mast. Wir brauchen einen neuen Baum. Kriegen wir nicht. Wir werden auf Andalkan landen und sehen, wie die Situation aussieht. Richtig, dann rufe ich einen Elementaren und der wird uns den Mast flicken. Nicht wahr? Wenn wir Glück haben, finden wir einen Eisenbaum. Wir könnten einen draus machen, aber sowas dauert. Ja, elementar.
Schau, das ist die Lösung. Bruder, Schwester Eisenhand, du wolltest uns sehen, ja? Ja. Hast du schon gehört, dass wir auf Maraskan angelandet sind? Das habe ich in der Tat gehört, aber hast du auch gehört, dass scheinbar mittlerweile schon der Winter voll eingebrochen ist? Früh dieses Jahr, oder? Ja, früh dieses Jahr. Hast du schon gehört, dass wir durch den Sturm gekommen sind? Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Bruder, Schwester, der Klatsch ist stark. Scheiß? Das bringt uns auch nicht weiter. Psst, Diamantes, psst. Achte Bruder, den Klatsch und der Bruder, Klatsch Schwester, achtet Diamantes, dich. Was ist dein Problem? Mein Problem ist, dass wir gerade durch einen Sturm gesegelt sind und auf der anderen Seite angekommen sind, da wo wir eigentlich hin wollten. Bruder, hast Schwester, du schon, die Welt ist schön. Hast du schon gehört, Bruder, Schwester, Diamantes ist ein bisschen neben der Spur. Sie er haben hat die Schönheit Kreis der Welt noch nicht erkannt. Sie haben den Kreis begangen. Mhm. Wie schön ist die Insel denn, auf die wir zufahren, diese kleine... Andalkan. Alles an Maraskan ist schön, Bruder, Schwester, Voltax, aber Andalkan ist einzigartig. Erzähl mir mehr. Er schaut mit seinem Blinzeln in Richtung von Yalan. Ich nicke. Es gibt viele Echsen auf Andalkan. Und Sümpfe. Alles ist tödlich, Bruder, Schwester. Alles ist wunderschön. Horan wird uns aussortieren. Ja, euch vielleicht. Ich töte die Echsen. Ich sortiere die Echsen aus. Naja. Vielleicht. Also du würdest nicht auf Andalkan anlegen, Bruder, Schwester, wenn es sich vermeiden ließe? Andalkan ist wunderschön. Das ist keine Antwort. Na, in dem Fall besuchen wir Andalkan. Gibt es auf der Inselkessel irgendeinen Port, der auf unseren Karten nicht verzeichnet ist? Irgendwo, wo wir Zivilisation finden könnten? Zivilisation, nein. Aber es gibt einige Koralleninseln, die sind besonders schön. Man kann dann auch, wenn man sich seinen Rumpf aufgeschlissen hat, kann man sogar, wenn das Wasser eindringt, die Korallen von unten bewundern. Möchtest du uns vielleicht zeigen, wo diese Koralleninseln sind, damit wir ihre Schönheit betrachten können, bevor wir daran vorbeigefahren sind? Nun ja, wenn wir auf Andalkan zusteuern, dann werden wir sie schon finden. Keine Sorge, Bruder, Schwester. Bruder, Schwester. Es ist eine einzigartige Idee, dort zu landen. Danke. Bruder, Schwester, wem dienen diese Hexen? Sich selbst? Echsen, Sulamin. Echsen. Ah. Echsen, sie dienen Shind und Satua und, nun ja, der Verschlingerin. Den Ungeschaffenen. Also ihren Göttern, ja. Ja, alle Echsen dienen dem Ethragin. Deswegen müssen sie vernichtet werden. Mhm, das klingt sehr vernünftig. Wie auch immer, schenkt den Zar kein neues Leben. Sie sind allesamt ungeschaffen. Wie auch immer, mit diesem Mast kommen wir nicht allzu weit. Wir müssen schnellstens an Land. Sie sind noch schlimmer als die Hafayas, Bruderschwester. Hab vielen Dank, Bruderschwester, aber ich glaube, man braucht dich im Ausguck oben. Sie winken schon, siehst du? Hallo. Geht doch der Schönheit vom Ausguck ein bisschen nachgehen. Ja, sehr gerne. Captain, meine Meinung ist, wir klemmen uns das. Wir legen Kurs Südwest und halten den Senora an. Mit diesem Mast erreichen wir niemals den Senora. Wir haben immer noch drei andere. Wie willst du auf einem Schiff oder segeln einen neuen Mast setzen? Das geht nicht. Können wir eine dann der anderen... werden wir eben eine Weile ohne den Hauptmast fahren müssen. Wenn wir eine der anderen Inseln gerade leisten können, als uns den Rumpf aufzureißen. Wir werden den Mast provisorisch flicken können, so wie wir es bei den Piraten gemacht haben. Das kommt noch dazu. Wenn die Windstärke so bleibt, können wir ihn vermutlich unter halben Segeln befahren. Und was passiert, wenn uns Piraten oder sonstiges Gezücht hier entgegen segeln? Nee, mit eurem Verlaub würde ich Kapitän die Rotzen wieder enttarnen, damit wir auf alles für alles gewappnet sind. Das sowieso. Wir können denen nicht zwar entfahren, aber wir können sehr wohl das Feuergefecht aufnehmen. Spracht von zwei weiteren Inseln. Ja, richtig, Sayajan und Bully. Gibt es dort Häfen oder zumindest Dörfer? Sayajana, nein. Keiner, die verzeichnet sind. Und die Maraskaner sagten auch nichts von viel Zivilisation. Wir bringen uns zu nah an den Friedhof der Seeschlangen. Das will ich auf keinen Fall riskieren. Friedhof der Seeschlangen? Der ist auf unseren Karten nicht verzeichnet. Ich weiß nicht genau, wo er ist, aber irgendwo in diesen Mangrovensümpfen soll er sich befinden. Die sieben Gezeichneten waren dort nicht, ne? Man sagt sich, dass dort die ersten Dämonenleichen erschaffen wurden. Hm.
Dann ist das vielleicht kein Zufall, dass wir gerade hier gelandet sind. Habt ihr einmal darüber nachgedacht? Ich habe die Sturmherren gebeten, uns sicher durch den Sturm zu leiten. Und hier sind wir herausgekommen. Derzeit ist Bellarion Manning auf dem Weg nach Jilaskan. Und wir sind die Einzigen, die davon wissen und sie warnen können. Ja. Chefsjunge, hol Angaschmina. Ich will ihre Meinung auch hören. Ja, aber bitte nicht töten. Ja, ja, nur mach schon. Während wir sicherlich ein oder zwei Tage landen nehmen können, um Reparaturen auszuführen, würde eine Expedition durch den Dschungel, um den Friedhof der Seeschlangen zu finden, mindestens Wochen dauern. Chasul, Bruder, Schwester. Mehr auf Eiers. Und da geht es los. Was? Welche Richtung? Die Trümmer, Bruder, Schwester. Ihr Montes, seht euch das an. Ja, geht nur zu Wasser, schaut, ob ihr irgendwas Brauchbares findet. Ich tauchte aber nicht nochmal runter, sodass wir uns da verstanden haben. Verstanden.